Hallo Freunde der Spiegelton, willkommen zurück bei Planetfall, Age of Wonders. Befehle erwartet und ich hoffe, dass meine Kolonie jetzt nicht sterben wird. Weil ich werde nicht rechtzeitig, wie soll man sagen, den Aufstand niederschlagen können. Die werden in der nächsten Runde ein Ereignis haben, negatives. Ich weiß nicht, was es sein wird. Irgendwelche Scheiße. So, neuer Sektor. Das ist ein Produktionssektor, obwohl auch hier Landwirtschaft großgeschrieben werden könnte. Aber die Kolonie wächst schon genug. Also machen wir da eine industrielle Bewirtung. Und hier könnt ihr schon das Sektor-Upgrade machen. Und sonst hoffe ich einfach, dass jetzt nicht alles in die Luft fliegt. Seid gegrüßt, Schwarmbote der Kirko. Lass dich durch meine Anwesenheit nicht beunruhigen. Wir sind nicht auf einen Konflikt mit deinen Leuten aus. Du gibst als Antwort eine Reihe klickender Geräusche von dir. Es ist ein alter Fluch der Kirko, aber der Sackblüter versteht seine Bedeutung bestimmt nicht. Wie ich sehe, bist du nicht willens, mit uns zu sprechen. Ich hoffe, dass du deine Meinung ändern und mit uns zurückkommen wirst, bevor es zu weiteren unnötigen Auseinandersetzungen kommt. Zurückkommen? Happiness Event in Colony. Achso, Aufständische sind in ihren Plätzen verankert und können nicht da rausgenommen werden. Da sind sie. Das geht doch, damit kann ich leben erstmal. Hier können wir eben die Marodeure hier töten. Die Wildtiere, die hier vorbeikommen. Und unsere Grenzanlagen sind fertig. Ich weiß. Ein hoch, noch ein hoch und wir bauen das direkt. Entschuldigung, Hund. Ich habe nicht gewusst, dass du unterm Tisch liegst. Jetzt haben wir wenigstens schon mal ein. Also beziehungsweise Zufriedenheit auf null. Moment, wir ändern hier die Forschung darauf, weil ich brauche sofort die nächste Zufriedenheitsstufe. Also das nächste Zufriedenheitsgebäude. Axone Alara, ein Kirko. Meine Jägerinnen haben scharfe Instinkte bewiesen, als sie deine Kolonie erspäht haben. Obgleich es keine Überraschung ist, dass deine Rasse, die dazu entwickelt wurde, sich an verschiedenen Aufgaben und Umgebungen anzupassen, den Kataklysmus überstanden hat. Ob moralisch oder nicht, Terratech Inc. war immer auf Perfektion aus. Nimm den Namen dieser verfluchten Gestalt nicht in unserer Gegenwart in den Mund, Mensch. Mörder, Meuchler, so werden sie unter meinen Leuten genannt. Sie haben unsere Königin entehrt. Es gibt keinen größeren Frevel. Beruhige dich, Kirko, du verstehst das falsch. Eure Fähigkeiten zur Anpassung sind eine Inspiration für die Amazonen. Wenn wir das Land formen, wenn wir seine verschiedenen Pflanzen und Tiere zähmen und selbst, wenn wir unser eigenes genetisches Profil umgestalten, wenn wir dieselben Prinzipien an, die eure Spezies zur besten innerhalb der wichtigsten Disziplinen der Natur macht. Obgleich es eine andere Lebensform gibt, die seit kurzem unsere Aufmerksamkeit auf sich zieht. Die Psi-Fische sind sensible Wesen mit einer psionischen Gabe, die auf uns genauso fremd und schrecklich wie interessant wirken. Kommt dir das bekannt vor? Dann willst du uns vielleicht als Vermittler beistehen, um sicherzugehen, dass dieser erste Kontakt nicht schief läuft. Okay. Nur zögernd stimmen die Kirko Terim einer Zusammenarbeit zu. Nicht deinetwegen oder wegen deiner Experimente, Mensch, sondern für das Wohl der Psi-Fische. Es klingt so, als könnte ihr Schicksal dem unseren gleichen. Sie könnten unseren Schutz brauchen. Objective completed. Freunde dich mit dem Seafischen an. Daran arbeiten wir ja schon. Plus Abwehrgeschütze sind fortgeschrittene Antifahrzeuggeschütze, die schwere feindliche Feuerunterstützung aus der Entfernung ausschalten können.
Action ready. Lieben die Psi-Fische mich nicht schon? Lass mich raten, dieses Fledermausvieh war von den Amazonen. Psi-Fische, eine weiche Präsenz, gelbe Vibration. Pots Tignor, was führt dich hierher? Wir suchen nach mehr Wissen, eure Verbindung zur Lehre, eure Natur, es gibt so viele Fragen. Wie sieht euer Nachwuchs aus? Zieht ihr ihn auf, damit er wächst und gedeiht? Katschru, immer hungrig, suche nach Nahrung. Nimm sie mit, komm wieder, wenn du mehr benötigst. Immer auf der Suche, du hilfst uns. Objective completed. Objective completed. Ja. Beide Sachen abgeschlossen, der Frieden und dass wir denen geholfen haben. Der Psi-Fisch hat dir gestattet, einen der Seinen zu eskortieren, damit du seinen Wachstumsprozess beobachten kannst. Um eine Einheit zu entwickeln, musst du sie beim Kampf Erfahrung erhalten, bis sie den Meisterrang erreicht hat. Du kannst mit Metamorphose mehr Psi-Fisch-Einheiten erhalten, indem du Aufträge für die Psi-Fische abschließt oder sie im Wohnstättenladen der Psi-Fische kaufst. Wieder ins Minus gefallen. So, ich kicke euch mal hier raus. Brauche nämlich diesen Sektor. Ach, da sind Vorhutmenschen. Ich gehe jetzt einfach straight durch meine Forschung durch. Die Amazonen haben mir ein Kompliment geschickt. Mein Gott, hast du Oberschenkel, ey. Ob du viel Fußball spielst? Okay, nicht Angriffspakt wollt ihr nicht. Vielleicht in ein paar Runden. Witzig, Amazonen sind wirklich Tierzähmer. Gib erstmal allen Einheiten diese beschleunigte Heilung. Das wird mich ja schon genug Kosmet kosten, denke ich mal. Und ihr könnt nur das Mal der dunklen Sonne erhalten. Was? 100 Energie gegen 20 Kosmet? Auch wenn wir von derselben Fraktion sind, lass das mal gut sein. Also beziehungsweise gleiche Rasse.
So, wie lange dauert das noch? Haben wir auch noch wegen der Psi-Forschung da, dauert das länger, dass wir ja die Freizeitgestaltungsdinger bekommen. Schiebe ich mal noch ein bisschen rüber. Clear your mind and listen. Truth speaks with the quietest voice. Es gibt nur eine Fraktion, die wir finden können übrigens. Man sieht ja unten rechts schon gut, wie die Situation ist. So, ihr habt die Beziehung zu dem Ziehfischen verbessert. Dann lobe ich euch nochmal. Dann kriegen wir nicht Angriffspakt. Ja, das Bauen auf beanspruchten Sektoren erlauben. Na, das wollen sie nicht, Grenzöffnung. Sonst hätte ich mich mit meiner Scout-Einheit da durchfliegen können, mal ein bisschen. Ein Vorratslager für Nahrung, was macht das Ding nochmal? Ja, gewährt Einheit, die sich dort aufhalten, für den nächsten Kampf plus 20% Schaden. Und da stehen wir bereit, um die Kolonie anzuschließen. Der Welt ärgert mich so ein bisschen, dass das so alles ein bisschen milchig ist, ne? Also wir haben halt Sumpfwelt, Landschaft, was auch immer. Kontaktinformationen für den Kirko-Kommandanten. Für Energie. Machen wir. Oxkrit Pats Pots Teknor. Es ist schön, die Anwesenheit eines anderen Schwarmboten auf dieser Welt zu spüren. Bist du gekommen, um Tick G. Glux bei ihrem tugendhaften Kampf gegen die Sackblüter beizustehen? Oxkrit Pat Tick G. Glux. Die Kirko Terim fühlen sich von deiner Anwesenheit geehrt. Deine Siege, die zur Befreiung unseres Volkes geführt haben, hallen immer noch in den Träumen der Kirko wieder. Es ist jedoch Hatil Uruk, der uns nach Arcadia Zalest gebracht hat. Mit seiner Hilfe versuchen wir, unsere verlorene Heimat zu finden, Xakirko. Xakirko, beim Horn und Schwanz von Ruk Verxiz. Du beweist Mut, diesen Weg zu beschreiten, Potstiknor. Aber dieser dumme Katzak von einem Traumdeuter wird dich enttäuschen. Der Geist von Hatil Uruk ist verkommen. Er predigt Gleichgültigkeit und Pazifismus, wobei seine Worte doch den Funken überspringen lassen sollten, der das Fegefeuer der Sackblüte entfacht. Wie kannst du jemanden, der von unserem Volk so verehrt wird, derart verunglimpfen? Durch seine Lehren hat Hatil Uruk vielen Kirko einen neuen Lebenssinn gegeben. Hatil Uruk mag einst großartig gewesen sein, aber seine jüngsten Taten sind eine Beleidigung für unsere Vorfahren und deren Leid. Er steckt mit den Sackblütern unter einer Decke und beschmutzt die Erinnerungen und Träume aller unterdrückten Kirko. Ich spüre ihren kanalisierten Schmerz, auch durch dich, Potsteknor.
Du teilst das instinktive Wissen, das einen wahren Kirko lehrt, sich vor den Sackblütern in Acht zu nehmen und bei jeder Gelegenheit mit wilder Entschlossenheit gegen sie vorzugehen. Arcadia Zaleste ist voll von Sackblütern. Entfessele deinen inneren Hass, lass sie den Zorn des Schwarms spüren. Objective completed. Das Abschließen dieses Auftrags wird Konsequenzen haben. Ja. Wir sollen uns rächen bei den Menschen, die hier sind. Energiebewirtschaftung. Meint ihr diese kleinen Kolonien? Ich denke vor allem, dass die Konsequenz sein wird, dass die Menschen, die es hier noch gibt von der Vorhut, gegen mich ziehen werden. Sektor annexed. Objective completed. Danke für den Seefisch. Habe ich keine Ressourcen für. Sonst würde ich den Helden gerne nehmen. Untätige Kolonisten? Okay, Moment. Schauen wir mal an, wie groß die Amazonen schon sind. Bewunderer der Imperium sehen unsere Zukunft, eine gedeihende und fortwährende Freundschaft. Ich weiß nicht, ob wir eine fortwährende Freundschaft haben werden. Dessen Auftrag erledigen. Ich kann keine Energiecredits ausgeben, weil wir haben keine Kohle. Lohnt sich, weil ich dadurch ein bisschen mehr Energiecredits ausbauen kann. Durch die Energiebewirtschaftung. So, zwei Runden kriege ich den nicht reduziert. Wir sollten aber einen weiteren bei Energie reinsetzen und sonst war es das. Der blind? Anscheinend.
Fokus Flamme. Psionische Angriffe werden durch Flammen gestärkt, wodurch die thermische Schaden verursachen und über eine Stärkechance von 4 verfügen, Brennen auszulösen. Verbessert den Thermalwiderstand. So, verringert die Rüstung des Ziels um 1. Und plus 10 Schaden. Und das war's, jetzt habe ich keine Energiequelle zum Einsetzen. Was? Forderungsaufträge geben keine Belohnung? Geh mal einen weg, nicht, dass die mich angreifen. Ein Angebot, nicht Angriffspakt. Und die geben mir dafür 100 Energie. Ich hoffe, dass du all deine schlauen Kinder siehst. Wir haben uns in die Lüfte erhoben. Wir werden dein Versteck finden. Wir werden diese Welt auf unsere Suche verschlingen. Der Gag ist ja irgendwo, sie sagen, Menschen würden alles verschlingen, aber sie haben selbst überall drin stehen, dass sie Verschlinger sind. Es ist halt ein wenig merkwürdig. Und dafür, dass wir eine Schwarmbewusstsein, also Schwarmbewusstsein psionische, sondern ein psionisches Völkchen sind, haben wir ganz schön viel Probleme mit öffentlicher Ordnung. Da war das mit den unehrenhaften und mit den ehrenhaften Spielern, was ich letztes Mal noch erwähnt hatte. Danke für die Grenzöffnung. Müssen wir noch ein bisschen warten. Geteilte Sicht ist echt hilfreich. Mehr öffentliche Ordnung, damit wir endlich mal die rebellierende Bevölkerung wegkriegen. So, und sonst baut mal einen Siedler. Wir müssen unser Imperium ausbauen. Unser Insektenimperium. Warum kämpfe ich inzwischen so wenig in Schlachtkarten? Weil die automatische Berechnung für die meisten Sachen perfekt ist. Electronic mechanisms employed by the Empire appear to have developed a passive-aggressive attitude towards abuse. If a device is mishandled, it may drain more energy. Produktionssektoren haben wir ja nicht.
Energiedektoren-Upgrade oder Standard-Militärinfrastruktur. Da machen wir lieber das Energiesektoren-Upgrade. Jetzt beim Rundenwechsel noch mehr, sind beim Rundenwechsel noch mehr Leute rebellisch geworden. Schleier der Gelassenheit. Ja, wir machen mit allen nicht Angriffspakte. Und ihr wollt gerne, dass wir ein paar Gegner zerstören. Klasse 2 Waffe. Wo kommst du denn her? Kirko-Neubildung. Die kleinen gleitenden Käfer, auch bekannt als Neubildung, sind am einfachsten zu vernichten, aber sie sind listig und unersättlich. Unsere Gardisten können sie kaum davon abhalten, unsere unterirdischen Vorräte zu befallen. Sie graben sich langsam aber stetig unterhalb der Oberfläche zu unseren Siedlungen durch. Ihre Körper durchlaufen eine ständige Metamorphose und scheiden dabei giftige Chemikalien aus. Es kommt nicht selten vor, dass man in Höhlen auf eine Gruppe von ihnen stoßt. Immer bereit, Eindringlinge mit giftigem Schleim zu bespucken. Sind die einfach aus meinen Einheiten rausgefallen? So ein bisschen Form. Tut mir leid. Wir hatten unterwegs Beischlaf. Und jetzt haben wir den Salat hier an der Seite. Entschuldigung. Oh no. Objective completed. Die ein bisschen auffüllen. Guter Platz für weitere Kolonien. Alles ist gut für eine neue Kolonie. If you want to improve your capabilities, you don't just set a goal. You must also monitor it. Only by carefully watching your progression, guarding against backsliding, can you achieve solid success. Hydrokulturfarm. Virtuelles Unterhaltungszentrum. Da muss ich hin. Production ready. Energiekosten für Einheiten und Mods um 15% reduzieren. Das war hier erledigt. Zentrum für Gehirnstromoptimierung. Also Forschungsbonus. Hier ist auch ein Forschungsbonusgebäude.
Tja, aber sind wir zeitig mal wieder durch. Ja, Kacke. Das war's mit meiner Drohne. Imprisonment told us to push our youngest out of the nest while they smell of dependence. Obese, feeble, never to fly in the frenzied swarm. Brutneubildung beschwört ein Kirko-Neubildung auf dem Zielfeld. Diese Einheit kann sich in einem Verschlinger oder Transzendenzen verwandelt. Aufbruch zur Qual, Eingeweihter. Leichte Infanterieeinheit. Zermalmende Unterkiefer, Giftspucke, zementierter Sprühnebel, leichte Einheit. Das sind alles leichte Einheiten. Dann bauen wir doch die Siedlung von da auf. Ihr kleinen Viecher könnt weiterlaufen. Ihr könnt nochmal den Moralboost hier holen. Tja, und du bleibst da erstmal stehen. Wobei... Erlöst 2. Das ätzende Gemisch zerstört auch weiter, also mehr Rüstung vom Gegner. So viel dazu. Jetzt im Moment haben die 844 Stärke. Nächste Runde 1044 dank der Mods. Und unsere Energieeffizienz ist aufgebohrt. Aber, wie gesagt, jetzt machen wir erstmal den Break. Sehen uns dann nächstes Mal wieder, wenn es weitergeht mit Age of Wonders Planetfall. Bis dahin, Schöle, euer Imperator.